Und wieder hast du ein Türchen vom Santosha Yoga Adventskalender geöffnet. Es freut mich sehr. Ich bin der Markus, falls du mich noch nicht kennst. Ich unterrichte im Santosha Yoga vor allen Dingen Vinyasa Yoga und Yin Yoga und möchte euch heute ein, zwei Tipps, Tricks zum Schulterstand mitgeben. Schulterstand, Salambha Savangasana oder auf gut Deutsch auch Kerze genannt. Mir passiert es sehr häufig, weil ich auch früher mal regelmäßig Ashtanga-Yoga geübt habe, auch mal in der Yogalehrerausbildung oder auch in einem Retreat, dass wenn ich jeden Tag Schulterstand mache, ich hier hinten, da habe ich irgendwie, das ist wohl der Fortsatz vom Wirbel, Druckstelle, das tut dann oft weh, weil auch sonst zu viel Druck auf die obere Wirbelsäule, auf den Nacken kommt. Um dieses zu vermeiden und damit es auch angenehmer ist, empfehle ich immer, wenn du in den Schulterstand gehst, dir eine Decke zu nehmen oder vielleicht auch ein Badetuch, ein großes Handtuch und dir das über den Drittel der Matte auslegst, sodass hier eine schön gerade Kante von der Decke ist oder von deinem Handtuch. Und dann legst du dich auf die Decke und zwar so, dass deine Schultern mit der Kante abschließen und der Kopf, Hals und Nacken über die Decke hinausgehen. Dann hast du sozusagen, das liegt dann ein bisschen tiefer. Und ich gehe immer auf die Art und Weise in den Schulterstand. Das finde ich am angenehmsten, indem, wenn das für dich gut möglich ist, erst in den Flug gehe. Muss ich noch mal kurz justieren. Die Hände ineinander verschränke und dann meine Schultern schön eng zusammenziehe. Vielleicht, wie du das gewohnt bist, in der Schulterbrücke. Das führt dazu, dass meine Schultern enger sind, wie das halt optimalerweise im Schulterstand sein soll. Schultern schon eng. Lege meine Hände an den unteren Rücken und nehme dann nacheinander meine Beine nach oben und komme in den Schulterstand. Dieser Fortsatz vom Wirbel und auch mein Kopf liegen tiefer, dadurch entsteht da weniger Druck, auch im Nacken, das ist für mich angenehmer. Vielleicht hilft dir das auch, ich empfehle das sehr. Gleiches gilt natürlich dann auch im Flug. Bitte nur die Hände lösen, wenn wirklich die Füße sicher den Boden berühren hinten. Vielleicht auch beim Einstieg in den Schulterstand das beachten und dich dann langsam wieder abrollen. Das waren ein, zwei kleine Hinweise, Tipps für den Schulterstand. Vielleicht probierst du es zu Hause einfach aus. Vielleicht hilft es dir. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber probieren geht über studieren. Wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.